Tempeh sind gekochte Sojabohnen, auf denen ein Pilz wächst. Das Ganze wird dann ein solider Block, den man aufschneiden, braten und essen kann. Der schmeckt sehr, sehr gut und ist extrem gesund, eiweißreich und bekömmlich. Ich zeige dir jetzt, wie man den Tempeh herstellt. Das geht an sich super einfach, man braucht aber ein, zwei besondere Hilfsmittel, damit das überhaupt geht. Ich zeige dir jetzt aber nur, wie man den herstellt, damit du verstehst, was das eigentlich ist. Man kann den auch ganz einfach kaufen. Und dann zeige ich dir noch, wie ich ihn am liebsten zubereite und wie er mir am besten schmeckt. Das wirklich Tolle an dem Tempeh ist, dass der Pilz die Nährstoffe aus den Sojabohnen in gewisser Weise verstoffwechselt und dadurch verändert. Durch diese Veränderung werden die Nährstoffe für den Körper viel, viel bekömmlicher. Also der Pilz verdaut die Sojabohnen für uns quasi schon ein bisschen vor. Die Nährstoffe und damit vor allem das Eiweiß liegen dann in einer anderen Form vor und sind viel wertvoller für den Körper. Der Körper tut sich dann nicht so schwer beim Verdauen und deswegen bläht es einen zum Beispiel nicht, wie man das normalerweise von Hülsenfrüchten kennt. Den Tempeh kann man übrigens nicht nur aus Sojabohnen, sondern auch aus allen anderen Hülsenfrüchten machen. Um den Tempeh zu machen, koche ich Sojabohnen, gebe dann da ein bisschen Essig und extra dafür gekaufte Pilzsporen dazu, vermische es, packe es in einen Beutel und lasse es an einem warmen Ort zu ca. 24 Stunden liegen. Der Pilz wächst jetzt am besten auf den Sojabohnen, wenn die geschält sind. Man kann jetzt entweder schon geschälte, halbierte Sojabohnen kaufen oder wie ich jetzt, ich habe nur ganze Sojabohnen, die einfach in einen Mixer geben und einmal kurz aufdrehen, dann werden die zerschlagen und wenn man sie dann in Wasser gibt, schwimmt die Schale oben auf und die kann man dann ganz einfach absieben. Man sollte jetzt nur darauf achten, dass man die nicht zu klein häckselt, wenn man die später in einen Beutel gibt und der Pilz dann in den Hohlräumen wächst. Und wenn man das ganz klein pulverisiert, gibt es keine Hohlräume, in denen der Pilz wachsen kann. So lasse ich die Bohnen jetzt 45 Minuten lang köcheln, dann sind sie durch, haben aber noch eine gute Struktur. Ich gebe die dann zum Auskühlen auf eine Oberfläche, da verteile ich die gut, damit sie ein bisschen ausdampfen können und dadurch ein bisschen Feuchtigkeit verlieren und nicht mehr ganz so nass sind. Wenn die dann ausgekühlt sind, gebe ich sie in eine Schüssel und ein bisschen Essig dazu. Das mache ich, weil sich der Pilz in einem leicht sauren Umfeld am wohlsten fühlt. Und dann gebe ich ein bisschen was von meinen extra dafür gekauften Pilzsporen dazu. Die habe ich online bestellt und das sind halt genau die Pilzsporen, die man dafür hernimmt. Die verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Das rühre ich dann gründlich um und packe es in einen Plastikbeutel. Da kann man jetzt entweder einfach so einen Ziploc-Beutel nehmen oder man rollt es kompakt in eine Frischhaltefolie ein oder wie ich jetzt in so einen Vakuumbeutel. Dann drückt man das flach, aber nicht zu flach, das soll ja später ein schöner Block werden und sticht mit einer Nadel einige Löcher in die Tüte. Die Löcher macht man da rein, damit der Pilz Luft bekommt, weil der Pilz Luft zum Atmen braucht. Und dann gibt man die Beutel an einen warmen Ort. Der Pilz braucht jetzt eine konstante, warme Temperatur, um zu wachsen. Ideal sind 32 Grad und es soll jetzt auch nicht zu sehr schwanken. Deswegen gebe ich das jetzt in meine Fermentationsbox, da kann ich die Temperatur ganz genau einstellen. Ich habe das aber auch schon gemacht, als ich noch keine Fermentationsbox hatte. Da habe ich es einfach in eine normale Box getan und die mit einer Heizdecke umwickelt und dann mit einem Thermometer geschaut, wie viel Grad es hat und dann die Heizdecke, die hatte drei Stufen, dementsprechend angepasst. Das hat auch funktioniert. Also da muss man einfach kreativ werden, dann geht es schon irgendwie. Und so lässt man das jetzt 24 Stunden. Und nach der Zeit sollte sich der Pilz schon komplett ausgebreitet und das Ganze zu einem soliden Block gemacht haben. Wenn sich dann in Löchern übrigens schwarze Stellen bilden, ist es völlig normal. Das Ganze ist deswegen nicht schlecht. Den Block kann man jetzt aufschneiden, die Streifen ein bisschen salzen und in der Pfanne goldbraun anbraten. Und dann einfach nur mit ein bisschen Sojasauce schon mal probieren. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich schneide den Tempeh aber auch gerne in gröbere Würfel, mariniere ihn mit einer Mischung aus Misopaste und meiner selbst fermentierten Chilisauce, bieße ihn dann auf und brat oder grill ihn dann an. Oder ich mache einen gebratenen Reis draus. Beim gebratenen Reis möchte man jetzt, dass die einzelnen Körner nicht aneinander kleben, damit man die schön anbraten kann. Ich zeige dir jetzt eine Methode, mit der man Reis perfekt zubereiten kann. Da kleben dann die einzelnen Körner nicht aneinander und haben noch einen angenehmen Biss. Dafür nimmt man eine Schüssel, stellt die auf eine Waage, gibt da einen Reis rein und merkt sich das Gewicht. Da kann man jetzt übrigens irgendeinen Langkornreis verwenden. Dann wäscht man den Reis ordentlich unter kaltem Wasser ab und wiegt ihn wieder ab. Der Reis hat jetzt durch das Waschen schon ein bisschen Wasser aufgenommen und da gebe ich jetzt noch genau so viel Wasser dazu, dass genauso viel Reis wie Wasser in der Schüssel ist. Und dann gebe ich noch ein bisschen Salz dazu. Jetzt nehme ich einen Topf, gebe da Wasser rein und stelle einen Dämpfaufsatz drauf. Bring das Wasser zum Kochen, stell die Schüssel mit dem Reis in den Dämpfaufsatz und gib einen Deckel oben drauf. So dämpft der Reis jetzt 20 Minuten, danach schalte ich den Herd aus und lasse ihn noch 10 Minuten ziehen. Und so kocht man perfekten Reis ohne Reiskocher. Die einzelnen Reiskörner sind separat und kleben nicht zusammen und haben noch einen richtig schönen angenehmen Biss, sind aber trotzdem durch. Den Reis lasse ich dann noch abkühlen und in der Zeit bereite ich schon mal die anderen Zutaten vor. Dafür schlage ich mir ein paar Eier in eine Schüssel und verquirl die ordentlich, schneide Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Chili schön fein. Gib tiefgefrorene Erbsen in kochendes, gesalzenes Wasser,
Lass die circa eine Minute kochen und sieb sie ab. Und dann schneide ich noch den Tempeh in Würfel, die ich leicht salz und mit Öl ordentlich anbrate, bis er eine richtig schöne Farbe bekommt und goldbraun wird. Dann nehme ich ihn raus, gebe ein bisschen Öl in die Pfanne und den Reis dazu. Den brate ich jetzt scharf an, bis er so leichte Röstaromen bekommt und gebe die Eier dazu. Das brate ich dann auch nochmal ordentlich an und gebe die Frühlingszwiebeln, den Knoblauch und die Chili dazu. Brate das alles zusammen weiter an und gebe den angebratenen Tempeh und die Erbsen dazu. Das Ganze lösche ich dann zum Schluss mit ein bisschen Sojasauce ab und fertig ist ein perfekter Fried Rice. Wenn man das Ganze dann sogar noch gesünder und meiner Meinung nach sogar noch besser machen will, nimmt man anstatt dem Reis, der ja relativ ungesund ist, gekochtes ganzes Korn her. Da kann man zum Beispiel ganze Roggen, Dinkel oder Weizenkörner nehmen. Die kocht man davor so circa 40 Minuten in leicht gesalzenem Wasser und siebt sie dann ab. Und so kann man die dann ganz einfach anstelle von dem Reis verwenden. Das schmeckt richtig gut, weil die Körner einen tollen Geschmack und noch einen schönen Biss haben und ist halt extrem gesund, weil man das ganze Korn isst, also das ganze Korn mit Keimling und Schale. Und da sind halt die ganzen guten Vitamine und Ballaststoffe drin, die für den Körper so wichtig sind. Und dann hat man eigentlich das perfekte Essen. Das hat wahnsinnig gute Aromen, eine mega gute Textur und ist unfassbar gesund. Was will man denn mehr? Wenn du auch noch gute Ideen hättest, wie man den Tempeh verarbeiten könnte, dann lass mich das doch bitte in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte ein Abo da. Und hier ist noch ein weiteres Video von mir. Schau da rein, das könnte dich interessieren.